Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu Endzone A World Apart. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von unserem Struggle hier. Und bin mal gespannt, ob wir weiterhin so gut hier vorgehen können und was uns das alles bringt. Das werden wir sehen. Erstmal keine Baumeister. Wir machen mal Dekontaminierer hier rein. Kräutersammler, Förster, Claro. Dann Fischer sollen wieder dran. Wir sammeln mal wieder fleißig Wasser. Und ja, gucken uns das mal weiter an. Wir haben Probleme mit dem Schrott, ne? Das passt nämlich gar nicht. Da werden wir mal Folgendes tun. Wir müssen... was ist denn so ein Überfluss da? Irgendwie nichts. Gefühlt. Ja, müssen wir abwarten. Wir brauchen an sich echt mehr Schrottsammler, ne? Kommen denn so Kids ran? Ja. Hervorragend. Ich maximiere mal den Schrottsammler hier. Soweit es geht. Das darf nicht fehlen. Und... na, wir fangen auch mal mit dem Wasser an. Klamotten laufen auch. Wir sind bei Tag 33. Hier wird noch nichts gemacht. Der Kräutersammler soll auch mal so hier in diesem Gebiet mal suchen. Bin mal gespannt. Der Dekontaminierer hier. Auch interessante Geschichte. Alle sind abgedeckt, alle nahrungsmitteltragenden Geschichten. Können wir nicht hier in der Nähe so ein bisschen Schrott sammeln? Machen wir das mal hier, ne? Ist ein bisschen weit weg. So, Dekontaminierungskits werden hergestellt. Schrott kommt langsam rein. Die Wasserreserven sind kontaminiert. Machen wir. Wieder ein paar Stoffe herstellen. So, gleich einmal erstmal das hier. Ja, ihr Lieben, das mit der Nahrung nimmt ab. Wir müssen natürlich irgendwie gucken, dass die Leute erstens nicht verhungern, aber dass wir auch hier irgendwie so langsam, aber sicher dennoch irgendwie hier ja für so eine gesunde Mischung sorgen können. Holz geht natürlich auch zur Neige. Uns fehlen echt die Leute, ne? So, wir nehmen einen Dekontaminierer raus.
Und der Förster kriegt mal noch einen. So, Randa. Nahrung schrumpft. Nahrung von Siedlern verbraucht. Nee, das wird nichts, ne? Wir müssen auch einen bei der Nahrung reinsetzen. So. Das muss wachsen. Kohle wird ja produziert schon. Ob das alles reicht, ist natürlich eine andere Geschichte. Ich sehe gerade, dass mit den mit der Kleidung geht auch runter, ne? Verbrauch. Kriegt einer mehr, ne? So. Warum wird das hier nicht zu Ende gebaut? Schrott 63 brauchen wir. Ja, eine heikle Situation, um ehrlich zu sein. Niedrige Nahrungsreserven. Hm. Was macht der Kräutersammler? Der sammelt. Schrott wird rangeholt, ja. Wir können jetzt noch mal so ein bisschen mehr Leute engagieren. Das geht hier mal auf voll. Also. Nahrungsmittel sind ein Issue. Kräuter. Hier sind noch teuer. Hier wird noch ordentlich was gesammelt. Ja, endlich. Endlich wird hier mal zu Ende gebaut. Der kann wie viel speichern? So, jetzt gucken wir uns das mal an. Wassersilo, Speicher. Sehe ich irgendwie nicht. Kohlefilter aktivieren. Sehr schön. Der kann mal aus. So, jetzt wird das Wasser auch geschützt. Weil wir natürlich einen Kohlefilter vor Ort haben. Es wird fleißig gesammelt. Mhm.
Leicht Zähigkeit ist da. Dürre kommt bald. Das wird richtig gut mit der Dürre. Ich werde nochmal so ein anderes Nahrungsmittelfeld nochmal bauen. So Fischerhütte haben wir, Sammlerhütte. Ich werde nochmal eine Jagdhütte hier setzen. Dann kommt hier nochmal. Zap, zap. So, was sind so Ziele? Nebenauftrag, kein Auftrag gefunden, okay. Klappt nicht alles so wie am Schnürchen, ne? Kräuter reichen scheinbar auch nicht. Dann nochmal einer dazu. So, hier wird jetzt gejagt. Ups. Leute, diese Nahrungsgeschichte, ne? Das wird uns noch auf die Füße fallen. Wasser ist auch knapp. Oh Gott. Oh Mann, ey. Echt, zieh. Muss ich sagen. Und ja, eine kranke Person haben wir noch. Die Kontaminierungsgeschichte läuft auch noch so nebenbei. Ich frage mich einfach, ob ich noch einen zweiten hier hinsetzen soll. Das war ja hier jetzt mit Dekontaminationsteil. Wo ist denn das hier? Gemeinschaft. Logistik. Dekoration. Wo war denn das? Passt sich da irgendetwas? Recycler. Dekontaminierer. Hä? Warum übersehe ich das?
Setzen wir da nochmal eins hin. Und jetzt ist auch schon die Dürre da. Nahrungsmittel nehmen ab. Hoffen wir mal, dass es schnell vorbeigeht. Also, Dekontaminierer werde ich prinzipiell nur einen da lassen. Auch schon jemand verstorben. Holz könnte noch ein Ticken hoch. Oh, ein Sanitätshaus brauchen wir. Ja, ihr Lieben, es geht so langsam los. Wir brauchen 16 Metall. Das Sanitätshaus, das stelle ich mal hier hin. Schrott, Metall und Plastik. Wenn wir keine medizinische Versorgung haben, dann endet das böse, ne? Ja. Okay. Medizin produzieren, okay. Sani. Oh Mann, das ist ja echt nervig, ne? Metall wird gerade produziert. Na, die Leute kratzen hier jetzt ab. Ja, Sanitätshaus muss ran. Hilft nichts. Sterben die jetzt alle? Oh, das Sanitätshaus steht schon mal. Medizin aus Kräutern. Alles klar. So, wo können wir helfen? Also, Fischer, ja. Wasserträger läuft. Dekontaminierer. Ja, Leute, so eine schwierige Phase. Wir haben hier echt damit zu kämpfen. Wie wir quasi unsere Leute versorgen wollen. Deswegen werde ich hier nochmal einen setzen. Hilft nichts. Wir brauchen mehr. Echt interessant. Jagdbeute gibt es gerade nicht, ne? Wo gibt es denn Jagdbeute hier, ne? So. Schutzkleidung.
So, Medikamente werden ja produziert, naja. Ich werde jetzt noch mal einen Recycler bauen. Werkzeuge müssen ran. Verstanden. Metallwerkzeuge sollen wir produzieren. Gut, dann machen wir mal Metallwerkzeuge. Jetzt berichten bereits über verstanden. Ja, super. Werkzeug und Klamotten stimmen nicht so. Aber zumindest nicht so, wie wir es haben wollen. Aktivkohlemaske produzieren. Wie sehen die Arbeitskräftezahlen aus? Nicht so blendend. Hier produzieren wir mal ein bisschen Plastik. So, die Sondierer können noch eine Person eigentlich kriegen, ne? Hier fehlt es an Stoffen. Dann machen wir hier mal ein paar Stoffe. Dann gehen wir mal in die Aktivkohleproduktion mal über. Wasser passt. Metall. Herbs passen auch. Kräuter runter. Dafür gibt es mal ein bisschen mehr Kohlen. So, ich könnte mir vorstellen, dass ich bei Dings das rausnehme. Und auch mal anderweitig mal rangehe. Versuche ranzugehen. Sind wir jetzt doch zu schnell gewachsen? Kriegen wir das nicht auf die Kette? Das ist echt so die Frage aller Fragen. Müssen wir jetzt an noch einen Recycler bauen? Aktivkohlemaske, okay. Großartig. Wir haben ein bisschen Werkzeuge bekommen. Welche aber auch gleich sofort weg sind, ne? Kriegen jetzt auch nochmal ein paar Aktivkohlemasken. Das erfreut uns. Kohle könnte noch einer ran. Wassernahrung, jo. Sondierer noch einer. Hier wird Dings recycelt. Metall, nee, Plastik. So. Alter, 19 Leute haben keine Schutzkleidung, ne? Kontaminierte Siedler. Erstelle Schutzkleidung.
Oh, was fehlt denn hier? Benötigt Kohle. Kohle wird produziert. Wir setzen mal Limit auf 1000. Sondierer kam wieder ran. Ich baue jetzt mal noch eine Köhlerei. Wo war die? Köhlerei hier, ne? Echt übel und schwierig, Leute. Aber wir sind auch schon am Ende einer Folge. Ich danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Gucken wir mal, ob wir das beim nächsten Mal schaffen. Macht's bis dahin gut. Ciao, ciao. Euer Fadi.